Gems auf der Friedrichsberg sind Eschenbach. Am oberen Zürichsee. Wunderbare Ausgangslage für die schönsten Probefahrten über den Ricken in die Ostschweiz, ins Appenzellerland, auch am Zürichsee. Und das wird so rege benutzt von uns. Und zwar, weil wir ja nur Triumph, exklusiv Triumph führen. Wir haben alle Modelle bei uns am Lager. Und wenn du vorbeikommst, du kannst alle Modelle Probe fahren. Wir haben auch auf über 1000 Quadratmeter eine riesen Ausstellung. Triumph, nichts als Triumph. Von Dienstag bis und mit Samstag. Samstag durchgehend geöffnet. Ich freue mich auf deinen Besuch und tschüss. Mit der Sonderschauer Swissmoto ist, dass man den Langstreckenrennsport einem breiteren Publikum näher zeigen kann. Weil ich bin der Meinung, dass Endurance in der Schweiz nach wie vor eine Randsportart ist. Und wir machen auch eine super Sache. Man hat das sicher gesehen mit diesen Videos, mit diesen paar Sachen, die wir hier zeigen. Und der nächste Termin, den wir haben, was für uns losgeht, ist Mitte April in Manicur, am Boldor, der fällt für uns die Saison an. Wir haben 5 Rennen, die zur WM zählen, 2 davon in Übersee und eventuell kommt noch ein 6. dazu. Mein Name ist Andreas Müller, ich bin Geschäftsführer von der Firma Boss Cycles GmbH. Wir sitzen in Köln und machen zurzeit den Europa-Import für die Firma Boss in Amerika. Wir haben seinerzeit mal eine Typgenehmigung geschrieben, um die Motorräder hier in Europa straßentauglich zu machen. Das haben wir in 2005 abgeschlossen und seitdem sind wir hier street legal. Also es war für uns das erste Mal, dass wir hier auf der Swiss Moto, Swiss Performance waren. Es war für uns eine sehr schöne Messe, die wir jetzt hoffentlich wieder mitmachen dürfen. Ich sehe hier in der Schweiz ein sehr großes Potenzial für uns, wie in Gesamteuropa eigentlich auch. Aber die Schweiz ist schon eine sehr interessante Geschichte für uns, da sie auch EG-Recht akzeptiert. Wie gesagt, wir werden also auch in Zukunft hier versuchen teilnehmen zu können und sind natürlich auch weiterhin in ganz Europa auf unseren Veranstaltungen unterwegs. Speziell natürlich jetzt in Deutschland. In Deutschland machen wir jetzt vom 15. bis zum 17. Juni unsere erste eigene große Veranstaltung am Nürburgring.